Nach dem Sieg gegen die HSG Wetzlar fand am Donnerstag, den 29. September, der zweite Fitnesstag mit Spielern und Sponsoren im Fitness- und Wellness-Center live im Herrenkrug statt. Die Spieler und Sponsoren hatten die Gelegenheit, ihre freie Zeit am Rande des Liga-Alltags gemeinsam zu nutzen. Auch in diesem Jahr ergriffen viele Sponsoren diese Möglichkeit, um sich gemeinsam mit den Handballern sportlich zu betätigen. Nicht nur neue Sponsoren waren dabei, sondern auch Altbekannte, die das live auch mit ihrer Belegschaft nutzen. Viele kennen wir mittlerweile schon. Dadurch, dass wir das erste Treffen letztes Jahr schon hatten, das Netzwerktreffen haben wir einmal hier schon gemacht. Man sieht sich dann in der Arena, in der GTEC Arena. Dadurch kennt man schon einige. Aber es sind immer wieder auch ein paar neue mit dabei. Mit einigen konnten wir sogar auch schon eine Kooperation ausführen. Das heißt, sie selbst und deren Mitarbeiter betätigen sich halt sportlich hier, um halt für die betriebliche Gesundheitsförderung etwas zu machen. Also von daher sind ein paar bekannte Gesichter mit dabei und dann freut man sich natürlich auch, wenn man sich dann abends wieder sieht. Ne? Bevor das Training losgehen konnte, überreichte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmidt dem Live-Geschäftsführer Jörg Dünies ein getragenes DHB-Pokaltrikot von Finn Lemke, original aus der letzten Saison. Die Sponsoren durchliefen verschiedene Stationen, die sowohl von den SCM-Spielern als auch von den Live-Fitness-Trainern betreut wurden. Beim Tennis wurde die jeweilige Aufschlaggeschwindigkeit gemessen und durch Robert Weber dokumentiert. Sowohl die Sponsoren als auch die Spieler konnten dabei gegenseitig ihre Kräfte messen. Robert hatte mit seinem Kapitän Fabian van Olfen übrigens einen fleißigen Balljungen. Fabian, hol Bälle! Auch das klassische 7-Meter-Werfen durfte natürlich nicht fehlen, ebenso klassisch mit Dario Quenstedt im Tor. In der Livebox fanden sich verschiedene Ausdauersportarten wie das Indoor-Cycling, auch bekannt als Spinning, sowie verschiedene Kraftübungen. Auch hier standen die Handballer den Sportlern zur Seite. Für so manche Partner eine durchaus nennenswerte sportliche Herausforderung. Rein aus dem Trainingsrhythmus heraus würde ich Ihnen zustimmen, dass die Sponsoren natürlich hier ihre sportliche Herausforderung suchen. Für die Mannschaft ist es ein Regenerationstraining, eine Kontaktaufnahme logischerweise auch zu den Sponsoren, um auch den Sponsoren, in Anführungsstrichen natürlich auch Geldgeber, die Affinität zur Sportart, zum Sport, zum Bereich Fitness näher zu bringen. Ein nettes gemeinsames Zusammensein. Es gab auch den ein oder anderen Rollentausch. Unser Azubi Max probiert sich hier an den Battle Ropes und hat die Kamera kurz abgegeben. An dieser Stelle danke an unseren Aushilfskameramann Matze Musche. Schneller! Schneller! Nochmal? Nee, reicht. Du musst noch eine Kamera halten. So, wer den anschließenden Muskelkater schon vorab besiegen wollte, konnte verschiedene Übungen im Regenerationsbereich tätigen. Die Black Rolls dienen zur Muskelentspannung, damit der Muskelkater am nächsten Tag keine Chance hat. 10, 11, 12, Stabilisationsübungen 13, 15, konnten die Sponsoren mit Cristiano Sullivan üben. Hier mussten sie auf einem Bein stehen, den Ball fangen und zurückwerfen. Anschließend wurden die Rollen vertauscht. Wer länger durchhielt, hatte gewonnen. Die Stimmung war gut, die Sponsoren zufrieden. Die Chancen stehen also gut, die kleine Tradition des SCM-Fitnesstags im Live auch im nächsten Jahr fortzusetzen.